So, der große Topf mit der Tahana-Masse ist leer. Ich habe die jetzt auf drei Backbleche verteilt. Normalerweise sollte man da kleine Laibchen formen, damit es besser trocknet. Aber ich habe da eine andere Technik. So lässt sich es schneller verarbeiten. Das kommt jetzt in den Ofen. Bei ca. 60 Grad lasse ich das jetzt mal ein paar Stunden antrocknen. Normalerweise macht man das draußen in der Sonne, aber im Moment haben wir keine. Es regnet Gott sei Dank mal und so warm ist es dann auch nicht. Das Ganze dauert natürlich dann auch hier mehrere Tage. Ich lasse den Ofen nicht zu lange unbeaufsichtigt. Ich lasse jetzt 2-3 Stunden trocknen und mache dann eine Pause, bis ich dann wieder Zeit habe, mich darum zu kümmern. Und es geht in die nächste Phase. Hier haben wir das Ergebnis jetzt nach ein paar Stunden Trocknen. Das ist eine ganze Platte hier. Die habe ich nach dem Trocknen in Streifen geschnitten und die hier in Stücke gerissen. Und zwar, dass die besser von innen durchtrocknen. Welches davon besser ist, das erfahrt ihr später. Und es geht in die nächste Phase. Hier haben wir das Ergebnis jetzt nach ein paar Stunden Trocknen. Das ist eine ganze Platte hier. Die habe ich nach dem Trocknen in Streifen geschnitten und die hier in Stücke gerissen. Und zwar, dass die besser von innen durchtrocknen. Welches davon besser ist, das erfahrt ihr später.